Leute, mein Name ist Hotzasee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, Episode 3. Und heute geht's ins End. Und ich habe hier in dieser Kiste ein paar Sachen zusammengestellt, die wir brauchen. Bett und Boot für die Reise. Brauchen auch die Eye of Ender, um zu wissen, wohin es gehen soll. Dann habe ich mir ein paar Raketen gecraftet, weil wir wollen schließlich ja nicht nur den Drachen besiegen, sondern auch ein paar Schalkerboxes bekommen, plus natürlich eine Elytra. Und dafür habe ich auch ein Unbreaking 3 Mending Book, das wir dann gleich applyen können. Dafür brauchen wir das Eisen für den Anvil. Dann die Kombination mit Slow Falling Potion und Ender Pearl. Das sollte uns retten, wenn wir Richtung Void fallen oder von großer Höhe. Von großer Höhe kann uns auch der Wassereimer helfen. Wenn wir in Wasserfallen landen, dann nehmen wir keinen Schaden. Hilft auch gegen Enderman. Gegen Enderman würde auch ein geschnitzter Kürbis helfen. Aber das engt meine Sicht doch allzu sehr ein, sodass ich üblicherweise den Drachen ohne Kürbis bekämpfe und hoffe, dass ich vermeiden kann, einem Enderman ins Gesicht zu schauen. Dann ein paar Building Blocks. Gegen Enderman können wir auch einen zwei hohen Überhang bauen, unter dem wir uns verkriechen können. Den Enderman dann töten, weil er kann uns da nicht erreichen. Und dann die zwei goldenen Äpfel, die wir in Dungeons gefunden haben, die kommen wahrscheinlich, sind die hilfreich. Also, lass uns das alles zusammenpacken. Dann, was brauchen wir nicht sofort? Können ein paar Enderpearls hier reinpacken. Das Buch, das brauchen wir nicht gleich. Ein paar Building Blocks. Und solange wir auf der Suche sind, brauchen wir wahrscheinlich eher das Boot, die Enderpearls, das Bett. Eisen können wir auch hier reinpacken. Und dann, yep, das ist die Silk Touch Pick. Dann nehmen wir die Ender Chest auch mit. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Okay. Und das war Pech. Aber es geht in diese Richtung und ich schalte die Hitboxes ein. Das sollte uns helfen, das Eye of Ender zu finden. Rund um den Spawnpunkt gibt es in einem konzentrischen Kreis von mindestens 1000 Lock Entfernung drei Strongholds. Typischerweise sind die zwischen 1000 und 2000 Blöcken entfernt. Und wir sind hier auf der einen Achse bei minus 1200, auf der anderen bei 1300 plus. Das heißt, wir könnten schon bald
in der Nähe eines Strongholds sein. Enderman. Okay, es geht weiter in diese Richtung. Und natürlich landet er oben auf einem Baum. Aber mit ein bisschen Parkour schaffen wir auch das. Okay, ich denke, ich gehe auf die Reise und dann sehen wir uns, wenn ich den Stronghold gefunden habe. Das Portal sollte irgendwo in der Nähe sein. Diese Steinsallen markieren den Weg oder die Punkte, von wo ich trianguliert habe. Und ja, vielleicht ein bisschen mehr in die andere Richtung. Aber lass uns doch hier eine Treppe nach unten bauen. Und dann werden wir sehen, wo wir enden. Das sieht ungewohnt aus. Ich würde fast sagen, das ist wie ein Dungeon, aber der Stronghold hat den Spawner gelöscht. Ich höre Silberfische, das heißt, wir sind in der Nähe und da ist er. Sehr gut, nachdem das ein One-Hit-Kill ist, kommen auch keine nach. Lass uns den Spawner zerstören. Und dann hier ein bisschen Sicherheit schaffen. Nicht, dass wir unglücklicherweise in Lava stürzen. So kurz vor dem Ziel. Sehr gut, dann schauen wir mal, wie viel Eye of Ender wir brauchen. Okay, 2 sind drin. Das heißt, wir haben genügend. Dann lass uns vorbereiten. Was brauchen wir? Das Boot brauchen wir nicht mehr. Was wir haben wollen auf unserer Hotbar sind ein paar Blöcke. Haben wir Schwert, Bogen, die Axt, ja sicher. Dann Slow Falling Potion. Wir trinken eins, bevor wir reingehen. Und dann die Steaks. Eye of Ender brauchen wir nicht. Die goldenen Äpfel. Ender Pearl. Und den Wasserbucket. Eimer. Okay. Das heißt, wir werden, wenn wir das End auch wieder verlassen, wieder hier hochkommen. Aber das ist in Ordnung so. Dann letztes Eye of Ender. Ich lasse eine Box hier. Die brauche ich nicht mehr. Das Boot. Ich weiß nicht, ob ich das Boot brauche. Aber ich kann hier das Eisen verstauen. Wird spannend. Slow Falling.
Und eine frische Flasche in die Hotbar. Und dann geht's los. Wir sind völlig eingeschlossen und das war ein bisschen nervenaufreibend. So, ohne dass man den Boden oder die Wände sah. Okay. Wo sind wir hier? Okay. Türme sind hier auf dieser Seite. Ich hätte vielleicht Gravity Blocks mitbringen sollen. Okay, das ist das erste Mal, dass ich das versucht habe. Ja, Slow Falling hilft. Okay. Nein, da oben ist noch einer. Das scheint der letzte zu sein. Das war knapp. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Somit sollten wir nicht allzu viel Schaden machen. Nehmen und der Drachen nimmt Schaden. Und heilt nicht mehr. Das war ein bisschen knapper. Leicht nehme ich mal einen Apfel so zwischendurch. So zu besiegen. Ist das einfachste.
Das wäre fast unser Tod gewesen. Und das war's. Wuhu! Das war ein harter Kampf. Aber wir haben ein paar XP-Level als Belohnung. Und ein Drachen-Egg. Ei. So. Wo ist's hin? Da drüben ist's. Na, dann brauchen wir hier eine Fackel. Und da haben wir's. Aber wir wollen noch nicht hier reinspringen. Irgendwo müsste jetzt auch ein Portal aufgegangen sein. Hier auf der Außenseite der Insel. Für die Sicherheit ist gewährleistet. Nun geht's ab zu den Endinseln und wir können dies machen, indem wir eine Enderpearl reinwerfen oder einfach reinkriechen. Und wieder sind wir scharf am Ende gelandet. Glücklicherweise habe ich ein paar Blöcke, so dass ich drücke, bis zum Land bauen kann. Und es würde natürlich helfen, wenn die Blöcke unter meinen Füßen nicht plötzlich verschwinden. So. Ja, ich denke, wir gehen ein bisschen in diese Richtung. Und dann geht die große Suche nach End Cities los. Was doch ein Weilchen in Anspruch nehmen kann. Somit denke ich, sehen wir uns, wenn ich die erste Endcity gefunden habe. Und da taucht sie auf, unsere erste Endcity. Hoffentlich eine mit Boot, definitiv eine mit Schalker. Und da ist Endcity Nummer 2. Wesentlich kleiner als die erste und auch ohne Schiff. Und da haben wir Endcity Nummer 3 und dieses Mal mit einem Schiffchen. Das heißt, wir bekommen endlich eine Elytra. So, die Stunde der Wahrheit ist endlich da. Auf geht's zu unserer Elytra. Und das war ein ganz knapper Wurf. Aber da ist sie. Yay! Und das heißt, wir schauen mal, was wir hier haben. Ja, nehme ich. Aber jetzt ist es an der Zeit,
Eisen auszupacken. Uns einen Amboss zu basteln. Einen brauchen wir. Dann brauchen wir das Buch. So rum. Dann tauschen wir das mal aus. Rüstung geht hier rein und dann brauchen wir ein paar Raketen. So, Diamanten, Eisen, das brauchen wir nicht. 15 zusätzliche Shells. Das war knapp. Aber das war's für diese Folge. Ich werde noch ein paar mehr End-Cities aufsuchen, sodass ich mindestens eine zweite Elytra habe, denn End-Cities zu suchen ohne Elytra, das ist zeitraubend. Drum möchte ich zur Sicherheit einfach ein zweites Paar Flügel haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht mich wieder in der nächsten Episode. Bis dann, tschüss!